Autofahren im Winter ist häufig eine holprige Angelegenheit. Jeder weiß es, aber nicht jeder hält sich dran. Das Fahren bei Schnee und Eis erfordert besondere Umsicht. Doch mit unseren Tipps kommen Sie sicher durch die kalte Jahreszeit. Das Wichtigste im Winter ist unser Bremsen. Und fast alle Fahrzeuge haben mittlerweile ja ein ABS, das unsere Bremse regelt. Also wie viel Haftung kann ich übertragen wirklich auf die Reifen? Weil der Reifen ist das einzige Kontaktpotenzial, was ich habe zwischen Straße und dem Auto. Ich würde empfehlen, gerade bei schaltgetriebenen Fahrzeugen, alles, was ich habe, aufs Bremspedal und die Kupplung mit betätigen, dass ich den Schubmoment vom Motor wegnehme. Und somit bekomme ich die optimale Verzögerung und nicht nachlassen. Mit allem, was ich habe, aufs Bremspedal, bis ich stehe. Häufigste Ursache im Winter ist Untersteuern, vor allem bei frontgetriebenen Fahrzeugen. Es wird zu viel eingelenkt, das Auto schiebt über die Vorderachse. Ich muss meinen Lenkwinkel reduzieren, dass die Vorderachse wieder Haftung aufbauen kann. Man nimmt das Gas weg, Geschwindigkeit rausnehmen. Und wenn ich meine Lenkung wieder etwas reduziert habe, wird auch die Vorderachse wieder lenken. Heißt, ich kann die Fahrt wieder aufnehmen. Häufig haben wir im Winter auch ein übersteuerndes Auto. Gerade die heckgetriebenen Fahrzeuge neigen dazu, wenn ich zu viel Gas gebe, dass mein Heck weggeht. Dann muss ich so schnell wie möglich mit der Vorderachse dorthin lenken, wo mein Heck im Prinzip hinschleudert, um das zu stabilisieren, das Heck wieder einzufangen. Sobald ich Stabilität habe, nehme ich das Lenkrad wieder zurück und versuche auch auszukuppeln, gerade bei einem heckgetriebenen Fahrzeug, um den Schleppmoment von dem Motor wegzunehmen, weil sonst mein Motor die Hinterachse noch weiter driften lässt, wenn ich vom Gas gehe.